Wasser ist für alle Lebewesen von großer Bedeutung. Bei manchen Organismen bestehen bis zu 90% ihres Körpergewichts aus Wasser. Der Körper eines erwachsenen Menschen besteht bis zu 60% aus Wasser. Und das ist ein Durchschnittswert. Gehirn und Herz bestehen dabei zu 73% aus Wasser. Und die Lungen zu 83%. Die Haut enthält 64% Wasser. Muskeln und Nieren 79%. Und sogar die Knochen sind wasserhaltig bis zu 31%. Ein neugeborenes Baby besteht bis zu 80% aus Wasser. Um zu überleben, müssen wir deshalb jeden Tag eine bestimmte Menge an Wasser zu uns nehmen. Wasser hat eine Reihe wichtiger Funktionen, die uns alle am Leben erhalten. Es reguliert unsere innere Körpertemperatur durch Schwitzen und Atmung. Die Kohlenhydrate und Proteine, die unser Körper als Nahrung verwendet, werden durch Wasser im Blutkreislauf verstoffwechselt und transportiert. Es hilft bei der Ausscheidung von Abfallstoffen. Es wirkt als Stoßdämpfer für Gehirn, Rückenmark und den Fötus. Es hilft bei der Bildung von Speichel. Es lagert sich im Knorpel ein und schmiert die Gelenke. Aus spiritueller Sicht war Wasser deshalb auch immer etwas, mit dem man sorgfältig umgehen musste, das man pflegen musste. Nicht nur in Bezug auf seine physische Reinheit oder ob es frei von Bakterien ist und so weiter, sondern auch in Bezug darauf, wie wir das Wasser in uns aufnehmen, zu uns nehmen und wie wir das Wasser aufbewahren. Es gibt viele Untersuchungen darüber, inwiefern sogar ein Gedanke, ein Gefühl, eine Berührung die Molekularstruktur des Wassers verändern kann. Die Wassermoleküle ordnen sich in bestimmter Weise an. Und die Art und Weise, wie sich das Wasser in unserem System verhält, kann sich je nach Stimmung, nach Umgebung des Wassers stark verändern. Dasselbe Wasser kann zu Gift oder zum Lebenselixier werden, je nachdem, welche Erinnerung es in sich trägt. Das Leben kann zu einem echten Horror werden, wenn bestimmte Dinge nicht richtig funktionieren. Und der Umgang mit Wasser ist ein wichtiger Aspekt davon. Behandle Wasser mit Ehrfurcht. In traditionellen Haushalten, vor allem im Osten, trinkt man kein Wasser, ohne sich vorher vor ihm zu verbeugen. Denn wie sich das Wasser verhält, hängt davon ab, wie man es behandelt. Das Gedächtnis und die Intelligenz, die jedes Wassermolekül in sich trägt, sind sehr individuell. Und wie es sich in dir verhält, ist sehr unterschiedlich. Es mag alles nur Wasser sein, aber es verhält sich nicht gleich. Verbringe einfach einen Moment mit Dankbarkeit und Ehrfurcht, bevor du Wasser zu dir nimmst. Denn dies ist der Stoff, aus dem dein Leben gemacht ist. Tatsache ist, dass wir ohne es nicht überleben können. Also zeigen wir vor dem, was die Grundlage unseres Lebens ist, etwas Ehrfurcht. Wenn du dieses Element richtig behandelst, wirst du, sofern du dir keine Infektion einfängst, höchstwahrscheinlich keinen Arzt aufsuchen müssen. Trinke Wasser in der richtigen Temperatur. Heute trinken viele Menschen Wasser, das zu 3/4 mit Eiswürfeln gefüllt ist. In der yogischen Kultur gilt, wenn du dich auf dem Weg der inneren Transformation befindest und dein System in eine andere Dimension der Möglichkeiten transformieren willst, dann trinkst du nur Wasser, das innerhalb von 4 Grad deiner Körpertemperatur liegt. Das heißt, deine normale Körpertemperatur liegt etwa bei 37 Grad Celsius. Du kannst also Wasser zwischen 33 und 41 Grad trinken. Wenn du ein Student bist, der nur daran interessiert ist, Wissen aufzunehmen und nicht nach Transformation sucht, solltest du innerhalb von einer Schwankungsbreite von 8 Grad trinken. Wenn du einfach nur dein Leben lebst mit allem Drum und Dran, jemand, der nicht an einer Umwandlung, Transformation oder am Lernen interessiert ist, kann Wasser plus minus 12 Grad trinken. Darüber hinaus wird es für niemanden als förderlich angesehen. Wasser ist keine Ware, es ist ein lebensspendendes Material.
Man macht sich nicht beliebt, wenn man das sagt, aber es ist wichtig, dass alles, was du zu dir nimmst, im Bereich der Körpertemperatur liegt. Andernfalls stört es das Verhalten des Wassers im System. Ich weiß, dass die Eiscreme-Liebhaber jetzt aufschreien werden, aber wir nennen euch nur die idealen Bedingungen. Wie viel Wasser sollte man trinken? Wenn du keinen Durst hast und kein Wasser trinkst, geht es dir gut. Heutzutage tragen die Menschen eine Flasche mit sich herum und schlürfen ununterbrochen, weil die Werbung ihnen das eingetrichtert hat. Wenn man zu viel Wasser trinkt, vor allem in kleinen Schlucken, nimmt der Körper alles auf. Wenn man viel Wasser auf einmal trinkt, wird der Körper entscheiden, wie viel er aufnimmt und wie viel er ausscheidet. Wenn man aber über den Tag verteilt immer wieder einen Schluck trinkt, wird der Körper getäuscht und nimmt mehr Wasser auf, als er sollte. Nun sinkt der fein austarierte Natriumspiegel. Im Gehirn kann das Absinken des Natriumspiegels zu einer Schwellung führen. Auch der übrige Körper ist davon betroffen. Wohlgemerkt, das Ganze ist nicht auffällig. Man merkt nicht unbedingt was davon. Aber wenn man konstant falsch trinkt, dann schädigt man das System in kleinen Schritten immer mehr. Dadurch, dass die Nervenzellen mehr Wasser aufnehmen und dadurch anschwellen, kann es zu psychologischen Ungleichgewichten kommen. Wenn du Durst verspürst, musst du Wasser trinken. Um sicherzugehen, dass du genug trinkst, solltest du 10% mehr trinken, als du eigentlich brauchst. Wenn du nicht der Typ bist, der ständig eine Wasserflasche mit sich herumträgt, dann ist es gut, ein wenig mehr Wasser zu trinken. Wenn du durstig bist und Wasser brauchst, aber nicht trinkst, schadet das deinem Körper. Es ist sehr wichtig, dass man Wasser trinkt, wenn man Durst verspürt. Wenn der Körper anzeigt, dass du Wasser brauchst, musst du ihm innerhalb von 20 Minuten oder höchstens einer halben Stunde Wasser geben. Der Körper wird entscheiden, wie viel er zu sich nimmt und wie viel er ablehnt. Wie bewahre ich Wasser auf? In der yogischen Kultur wurde im täglichen Leben eine enorme Anzahl von Systemen zum Umgang mit Wasser entwickelt. Und diejenigen, die noch immer etwas traditioneller sind, tun immer noch die richtigen Dinge, ohne zu wissen, warum sie es tun. Selbst heute noch, wenn man in ein traditionell südindisches Haus reinguckt, wird das Wasser auf eine bestimmte Weise aufbewahrt. Es muss in einem Metalltopf aufbewahrt werden, vorzugsweise aus Kupfer, Messing oder eine Kupferlegierung. Heute sind viele Menschen zu Plastikflaschen und Plastikreinigungsmaschinen übergegangen, aber traditionell wuschen die Menschen das Kupfergefäß in der Nacht mit etwas Tamarinde und Kurkuma, bestrichen es mit heiliger Asche, füllten es dann mit Wasser, stellten eine Blume darauf, zündeten die Lampe daneben an und gingen zu Bett. Am nächsten Morgen tranken sie daraus. Dieses Wasser wird sich in dir wunderbar verhalten. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen und Zuhören. Auf unserer Internetseite imawelt.org bieten wir unseren Kurs IMA Transformation Challenge an. IMA Transformation Challenge ist ein umfassender Kurs für persönliches Wachstum, der eine Veränderung in der Art und Weise bewirkt, wie du dein Leben, deine Arbeit und die Welt, in der du lebst, wahrnimmst und erlebst. Den Link zum Kurs findest du in der Beschreibung. Schau mal rein. Wir freuen uns. Alles Gute!